Ja. Alpha, genauso wie diese Bestellung. 1.500 € Bestellung bei Röder. F3 Edition, sagen wir mal heute. Ja, ihr seht schon, das sind hier schon fette Teile dabei. Zesch, Vitamin, Tsunami auf Gold. Richtig geile Goldbatterie. Habe ich mal bei Mr. Pyro Manager gesehen. Fand ich richtig gut, habe ich gleich mitbestellt. Letztes Jahr wollte ich die eigentlich auch schon haben, aber gab es nirgendwo mehr. Shoutout geht raus, könnt ihr mal vorbeigucken. Ist ein bisschen kleiner als wir, aber... Wir pushen ihn mal. Genau. Ich würde sagen, weil die Kiste hier direkt oben ist, machen wir die mal als erstes auf. Ich weiß schon, was drin ist, weil es oben drauf steht. Korn. Werde ich nicht. Du willst es doch auch. Ist aber einfach nämlich, ja. Ja. Kiste will das. So, ihr seht ja schon. Oh, Alter, die ist ja richtig ramponiert hier. Ist aber schon F2, oder? Ja. F2 Plus. Achso. Okay. Ist alles F3. Ja, ihr seht schon. Fette Iskra-Rakete. Allein schon mit diesem Gold. Richtig geil. Und zwar haben wir einmal die Alpha 3. Und sie müssten, glaube ich, 10-mal die Alpha 1 drin sein. Und ein Color Dream. Ein Schweizer Vulkan. Ist richtig geil, wa? Aber auch F3. Sogar noch mal ein bisschen fetter. Da bin ich 530 Gramm. Jetzt kommt das hin, was? Also 530 Gramm, das haben die meisten Discounter-Batterien drin. Ja. Ihr seht ja schon. Bis zum Boden hier. Das ist auch. Hat jemand im Lager bei den Pringles gegessen oder was? Weil ich. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die da im Lager machen. Ja. Hier ist anscheinend komplett Raketen drin. Geil, aber ihr seht ja auch schon. Dieser Stab, was für ein Durchmesser der hat. Aber das haben wir ja schon im Polentrip einmal vorgezeigt. Aber man sollte vielleicht auch erstmal anmerken, Felix hat einen 27er. Schein, ja. Aber gerade nicht hier fürs Video dabei. Aber deswegen. Aber ich habe einen. Alles im grünen Rahmen, ist alles gut. Ja. So. Oh, schau mal hier. Okay. Ist ja wie an Weihnachten, wollte ich ihn letztes Mal. Hier. Darf man hier verlieren? Nächste Kiste. Oh. Okay, gut, dass Folie davor war. Das ist schon mal sehr ein bisschen reingeschnitten. Ja. So, bei Nick war es die Argento-Bestellung. Ja, es ist jetzt die Iskra-Bestellung geworden. Eieiei. Weil wir Funke einfach lieben. Das sind fette Dinger, ey. Ja. Ja, hier haben wir einmal. Die Gutni. Oh, geht unten schon auf. Und die Sorg. Hat man auch beim Geburtstagsfeuer mit dabei. Die fand ich ja richtig geil. Die sind echt geil gewesen, ja. Also für den Preis 100 Schuss. Wie teuer ist einer? F3. Ich glaube 60 Euro. Dafür sind die echt top. Oh, aber da blende ich nochmal ein, den Preis. Haben wir da eine Neuheit? Ja. Alter, ist dieses Paket. Ja, das ist ja kein Vergleich zu den Kometbomben oder den Tempest. Ey, dieses Ding ist ja... Oder allein die 30er Simancos, die sind ja... Schon fett gewesen. Alter, holy shit. Holy shit. Hallo. Alter. Das sind mal 50er Rohre, sag ich euch. Das ist mal ein Kaliber. Das ist ja. Ja. Butchni 1. Sollen richtig gut sein. Also die Videos sahen richtig geil aus. Jetzt sind auch, ist ja auch ein Video zu den Butchni 2 rausgekommen. Die fand ich aber nicht so geil, muss ich sagen. Also die haben mich nicht so überzeugt. Also. Da haben wir auch gute zugeschlagen, da müssten noch zwei weitere irgendwo mit dabei sein. Finger. Liegt auf jeden Fall was. Oh, yeah, yeah. Dann gehen wir zum nächsten Paket über. Ein paar Highlights kommen auf jeden Fall noch, sage ich euch. So. So, ich schneide jetzt auch erst weiter, wenn du, ja genau du, diesen Kanal abonnierst. Also, du hast 3 Sekunden. Danke. Weiter geht's. Oh, oh. Ich darf nicht so tief reinschneiden, sehe ich gerade. Es liegt alles direkt um. Aber das sieht doch schön aus. Ja. Da ist einiges drin. Mein. Auf jeden Fall auch neue Artikel dann für diesen Kanal. Die Kugelbombenraketen, 42er Millimeter. Wie viel nehmen wir deine? Sehe ich das hier? 40 Gramm. 40, okay. Und das ganze Teil müsste dann 240 Gramm haben. Hier hinten auch nochmal farblich, sieht man gut durch.
Bin ich echt gespannt. Die sahen, das Video sah richtig gut aus. Ich glaube, 40 Euro hat das Set gekostet. Dann, auf die bin ich richtig gespannt. Die Sternflockenraketen sahen auch sehr edel aus. Ah, pack mal im Video aus. Machen wir jetzt nicht. Aber ich sag euch, wie viel Gramm die haben. Die sind 11,2, oder? Ja, 200 Gramm, also maximal 20 Gramm. Aber die sind richtig gut. Ich glaube, kann man vergleichen wie mit den Blättertanz, bloß halt mit Knall. Also der Effekt geht wirklich hier bis zum Boden. Die sollen richtig gut sein. Ja, weil wir sie schon auf dem Polentrip lieben gelernt haben. Die Gigantzer Loot-Raketen. Alter, Leute. Das sind heftige Raketen. Gleich 5 Packungen. Damit schon was auf jeden Fall. Ja, weil die werden ja nicht mehr produziert, soweit ich weiß oder gehört habe. Und da haben wir auf jeden Fall jetzt gleich mal zugeschlagen. Haben wir 20 Stück jetzt. Sollte auf jeden Fall jetzt eine Zeit reichen. Für Silvester reicht es auf jeden Fall. Ja, für Silvester. Die Teile sind ja so, die sind richtig geil. Also wenn ihr Salutraketen wollt oder braucht in F3, ja, schlag zu. So, dann haben wir, weil ich sie letztes Jahr auch lieben gelernt habe, Kokardpastell. Ich fand die richtig schön. Die hat zwar jetzt kein Zerlege oder so, aber ich finde, muss ich sagen, waren glaube ich auch 30 mm. Feuertopf, oder? Ne, 25. Aber ja, halt ist hier, ich weiß jetzt nicht genau, wie man so einen Effekt nennt eigentlich. Feuertopf eigentlich, oder? Es ist halt nicht, es geht halt bis komplett nach oben. Es ist halt wie eine Farbkugel, die hochgeschossen wird mit Goldschweiß, so eine Art. Ich weiß aber nicht genau, ob das Pastell heißt, deswegen. Weil wenn ich Pastell angebe in der Suchleiste, finde ich nicht. Hm. Aber falls ihr das weißt, wie man so einen Effekt genau nennt, weil vielleicht gibt es ja noch andere Batterien außer von Funke, die so heißen oder so einen Effekt haben, wie zum Beispiel die Feuerfächer. Habe ich auch gesehen, die schießt quasi den Effekt sehr schnell einmal durch. Ihr seht ja schon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Schuss innerhalb einer Sekunde. Ist schon auf jeden Fall sehr krass und so schaut es dann aus. Boah, bin ich echt gespannt. Das sind auf jeden Fall 30 mm. Und die wird richtig fetzen. Bei dem Video klingt der Abschuss auch richtig geil. So, dann packen wir das schnell einmal hier wieder rein. Und gehen wir zur fetten Nibianski. Oh, die glänzt schon so richtig golden. Ihr seht auch, heftiger F3-Verbund. 173 Schuss, 30 mm. Das ist auf jeden Fall jetzt ein brachiales Teil. Hat, glaube ich, sogar auch nur 270 Euro gekostet. Zum Beispiel die Funke Fireball, die wir bei Nick geholt haben. Die hat jetzt 40 oder 80, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Die hat ja auch nur 200 Schuss. Ist nicht so weit entfernt, aber die F3 270 Euro ist. Aber die Fireball kriegst du auch nochmal mit Rabatt, war 3%, da sind 3. Bei ja, Nick, unten eingeblendet. Genau. Könnt ihr sparen. Ist auf jeden Fall jetzt ein fettes Gerät in Gold. Sieht richtig schön aus. Und hier hast du anstatt wie bei der Albert Push It to the Limit auch mal ein Logo oder ein Cover von der Batterie. Auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, das wird so spiegeln dann auf der Aufnahme. Bin ich mal gespannt. So, dann fangen wir mal von unten an. Ich war mir jetzt nicht mehr so sicher, was wir beim Geburtstagsfeuerwerk hatten. Ob das auch die Vitam war oder Vitam. Die... Na, ich weiß ja nicht. Vitam oder Vitash hatten wir. Mit Y. Vitam, das Cover kommt mir wieder bekannt vor. Wieder. Ja, deswegen. Weil die war ja schon heftig. Safe. Und dann noch einmal die Zech mit... ich habe vergessen, wie der Effekt heißt, aber die ist auf jeden Fall, jetzt guckt euch das Video von Iskra einfach mal an, die ist richtig geil, allein, also die Reihe, dann die Vitage noch mit dazu, heftige Reihe, ey. 100 Schuss, F3, 2300 Gramm, also fehlen noch 200, maximal F2, puh, die gibt Gas, ey, genauso wie die, Tsunami auf Gold, ist jetzt nur quasi ein Effekt, aber ist halt Gold in die Fresse quasi. 144 Schuss, ihr seht ja auch ein bisschen fetter, ich glaube, aber nur 25 mm. Waren, glaube ich, keine 30. Oder irre ich mich? Ich sehe es jetzt nicht. Hat 1800 Gramm auf jeden Fall, F244 Schuss. Da geht auf jeden Fall von der Satzmenge ein bisschen mehr, aber ich sehe es jetzt nicht. Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, hier überklebt. Nee, auch nicht. Oder? Ja. Naja. Werden wir schon irgendwie raus. Ah, hier. Müsste stehen. Aber wobei doch, 10 bis 15? Nee, naja, das ist die Ausbreitung. Das kann gut sein. Ach,
Werden wir raus. Keine Ahnung, werden wir schon. Irgendwo wird es schon stehen, werdet ihr dann im Video sehen. Und dann kommen wir zum letzten Paket, wo auf jeden Fall auch ein. Oh, Klingelskappe. Wo ein Highlight drin sein wird. Was auch sehr schnell ausverkauft war, wo ich froh war, dass ich da noch eine gekriegt habe. Leider nicht die 1-Sekunde-Variante, sondern die 10 Sekunden. Hm. Dann könnt ihr jetzt schon mal auf jeden Fall mal erraten, was es für eine Batterie sein wird. Gibt es auch in F2, heißt aber anders. Oh. Alter, wenn ich das schon sehe. Alter, holy shit. Ja, das sind nämlich die von Nico, die Schlachtross, 50 mm, 16 Schuss. Oh. ihr seht schon, ey. Was ein fettes Kaliber. Meine Hand drauf, das war gleich. Und meine Hand ist schon nicht klein. Ja, das stimmt. Ich bin nur 1,70 groß, also meine Hand ist nicht für meine Größe sehr groß. Auf jeden Fall zweimal. Wird auf jeden Fall ein krasser Spaß, sag ich. Aber was für einen Effekt hat die eigentlich überhaupt? Weißt du das? Also auf dem Video sah es schön aus, aber ich kann mir die ganzen Effekte jetzt von allen Batterien nicht merken. Leider. Aber. Ich lasse euch mal noch ein bisschen raten, was die Batterie ist. Deswegen hier nochmal zweimal die Butschni, 50 mm. Dieses Kaliber, merkt euch, heftige Teile. Wird auf jeden Fall zum Video kommen. Dann einmal passend zu unserer Wohnstadt, die Knisterteufel. Aber warte mal, hier steht es gar nicht. Weil ich habe extra, weil es das gab, den Berlin-Mix genommen, aber steht gar nicht drauf. Okay. Das vertauscht haben wir. Ja, warte mal. Wir schauen mal lieber rein. Aber nee, ist Berlin-Mix. Ja. Aber steht überhaupt nicht drauf. Schade. Weil ich hätte gehofft, dass oben jetzt hier, wo Dings steht, Berlin-Mix drauf steht. Schade. Okay. Ja, aber ist ja auch egal. Ist ja trotzdem das gleiche drin. So, habt ihr die Batterie jetzt erraten? Ja, genau. Für die es erraten haben, ihr lagt richtig. 10 Sekunden. Die Tornado, 30 mm Salut, 25 Schuss. Alter. Ich sag, ey, die Terremoto war schon geil, ist aber leider am Ende ein bisschen untergegangen. Deswegen haben wir uns jetzt Verstärkung geholt, die Tornado. Die ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen heftiger. Ich weiß jetzt gar nicht, Satzmenge, wo steht's? Das ist auch mal interessiert, ja, ganz oben, oder? 455 Gramm auf 205 sind über 20 Gramm. Also fast knapp. 19, schon 18, 19. So, ja, ich so wie die Iskra, wie die, wie hieß die Nummer, die jetzt rauskam? Blitzruns? Die neuen Salutbombenrohre in 30 mm. Simanko? Ja, genau, richtig, ja. Aber ich glaube, die hatte volle 25 Gramm. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall ist es ja auch egal, weil die relativ schnell geschossen werden, 2,5 Rohre pro Sekunde quasi, sind die schon sehr heftig, also die Tonale. Alleine 30 mm macht ja schon was aus. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu 25. Und ja, ich würde sagen, 1500 Euro sieht es nicht so wenig aus, aber dafür halt F3 ist halt ein bisschen teurer. Aber geiler Scheiß, hier fette Kaliber, dann die drei einfach, weil sie geil sind und die fette Ionen. Aber ja, könnt ihr selber für euch entscheiden, ob es für euch 1500 Euro, weil ich werde das im Discounter gekauft haben, wäre hier alles voll. Aber ja, wir stehen halt lieber auch sehr gerne auf Qualität. Und uns ist es auch wichtig, Qualität zu Silvester zu haben. Das Counterzeug ist auch geil. Aber an sowas kommt es halt einfach nicht ran. Und von daher, hast du noch was? Wollen wir dann aufbauen und noch ein bisschen zeigen, was wir hier haben? Können wir nochmal eine Edit machen, wie beim letzten Mal. Oh, jetzt muss ich nicht okay, dann sehen wir uns gleich wieder.